anlässlich der Tagung Fehler im Jurastudium, Ausbildung und Prüfung im September 2011 an der Universität Passau ist nun im Borberg Verlag der Tagungsband erschienen. Eine Tagung, die sich mit der Juristenausbildung befasst und dabei mutig das Kernthema schon im Titel preisgibt. Fehler im Jurastudium. Die Diskussion um die Inhalte und deren Umsetzung innerhalb der juristischen Ausbildung zieht sich über einen langen Zeitraum. Facettenreich ist sie, manchmal an der Realität vorbei, aber immer aktuell. Der vorliegende Tagungsband vereint 17 Redebeiträge und die daran anschließende Diskussion sowie zum Abschluss die Podiumsdiskussion. Anliegen der Fachtagung war es, die juristische Ausbildung an den Universitäten weiter zu verbessern. Um das zu bewerkstelligen, bedarf es einer Diskussion, die alle Seiten der Thematik abdeckt. Die Liste der Redner zeigt, dass dieses in Passau gelungen ist. Neben Professoren findet sich ein Repetitor, eine Prüferin und Richterin. Betrachtet wird die juristische Ausbildung aus allen Blickwinkeln. Den Anfang macht Professor Kuhn mit einer Analyse von Fehlern in juristischen Prüfungsleistungen. Gründe, sich mit ihnen zu befassen, gibt es einige. Ihr Potenzial für die Lehre ist nur einer davon. Der Repetitor Christian Wiechowski betrachtet die universitäre Vorbereitung auf das Staatsexamen. Die Richterin am Oberlandesgericht Raab Gordin sieht das Staatsexamen aus Praktikersicht. Anja Rudek wirft einen interessanten Blick auf die juristische Staatsprüfung, den der Soziologie. Dabei wird die eigentliche Funktion des Staatsexamens betrachtet und daraus Schlüsse für die Prüfungspraxis. Professor Bayreuther stellt die Frage, was eigentlich im juristischen Studium unterrichtet werden soll. Und auch der Aspekt des E-Learnings wird eingehend betrachtet. Professor Schumer zeigt auf, dass die österreichische Juristenausbildung auch ganz ohne Staatsexamen einige Probleme hat. Und einen Beitrag zur Juristenausbildung in Russland rundet das Ganze ab. Die anschließende Podiumsdiskussion ist in voller Länge abgedruckt. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Natürlich stellt sich die Frage, warum sollte ich ein Buch darüber lesen, wie fehlerbehaftet meine Ausbildung ist? Die Antwort ist recht simpel. Es gibt Hoffnung. Die Juristenausbildung ist seit jeher heiß diskutiert und die Bologna-Reform hat nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Aber die Lektüre hat mir aufgezeigt, dass Fehler im ganzen System zu suchen sind und nicht bei einer einzelnen Institution. Insofern möchte ich jedem, der durchaus einen kritischen Blick auf seine Ausbildung werfen möchte, die Lektüre durchaus empfehlen.